Hi Leute und willkommen zur Demo von Knack 2. Ja, ich habe selber Knack 1 nicht gespielt. Ich weiß also gerade auch selber überhaupt gar nicht, was mich da erwartet. Ich habe aber von dem Spiel gehört und gelesen. Das gab es ja schon relativ früh nach dem Launch der PS4. Aber soweit ich mich erinnere, hat es nicht sonderlich gute Bewertungen bekommen, weswegen ich mich mit dem Spiel auch nicht länger beschäftigt habe. Und jetzt überraschenderweise ist die Demo im PSN aufgetaucht und ich dachte mir, komm, wir gucken mal zusammen rein, was sich vielleicht verändert hat, was sich getan hat, wie das Spiel aussieht und was einen überhaupt mit dem Spiel Knack 2 erwartet. Lange genug geredet, es geht los und go. Schwierigkeitsgrad, normal. Es sieht zumindest schon mal aus wie ein Jump-and-Run-Spiel. Schlag, Tritt, Sprung. Schlag, Tritt, Sprung. Okay. Bewegen, Abwehr, L1. Schrumpfen, Wachsen. Doppelsprung, XX. X und X gedrückt halten, Schweben. Sprung, Tritt, X und Kreis. Körperschlag, X und Quadrat. Halleluja. Einfach Quadrat gedrückt halten, Multischlag. Ja, passt, ne? Und go! Ach, hier sind wir wahrscheinlich jetzt in so einem Tutorial. Fangt an! Na gut, also, Abwehr war das hier. Einlocken geht nicht. So, war Nummer Uno. Ah, das war der Rundumschlag hier. Nicht schlecht. Wir sind hinter dir. Ja, das ist schön, dass ihr hinter mir seid. Uno. Ups. So, ich war Doppelsprung nochmal. Das war der Dreher. Nochmal Sprung war... Ah, eine Stampfattacke. Das müsste natürlich mal funktionieren. Also. Ausgezeichnet. Auch ist gar nicht so vom ersten Eindruck her. Okay, man kann also diesen Sprung schon mal nicht machen, wenn einer unter einem da. Ach, das war der hier. Ups. Ah, zumindest kann man so das Schild schon mal. Ah, ist weg. Ach, jetzt scheint sogar direkt ein bisschen anspruchsvoller zu werden hier. Okay. Also ich hoffe, dass wir ja noch mehr im Spiel sehen als nur das Tutorial hier. Ich würde gerne ein bisschen was von dem Level sehen. Der Move gefällt mir, aber okay, machen wir mal was anderes. Ah, das war's schon. Können wir rausgehen? Gut, dann raus in die Welt. Oder ins erste Level. Wie rennt der weg? Komm her! Feigling. Was war das denn hier? Kristall. Irgendein Special ausgelöst. Yeah, ist ja fast schon wie
God of War. Ja, blocken auf L1, ganz gut. Wie bei Dark Souls. Also da würde ich mich jetzt schnell dran gewöhnen. R1. Ach, man kann sich verwandeln. Ach, guck mal hier. Ach, das war das mit dem Verwandeln. Ja, nette Idee. Bisschen unnütz, aber... Na, irgendwie auch nett. Ich weiß, was ich davon halten soll. Oh, eine Falle. Eine Falle. Hinweg. Hallo, hallo, hallo. Ach so, es sind überall so Löcher drinnen. Hoffentlich müssen wir überhaupt hier lang. Aha, okay. Ja, also diese Stampfattacke. Wie gesagt, also die ist gefährlich. Also diese hier. Wenn dann in dem Moment einer unten mit dem Speer steht, dann kommt man da auch nicht einfach so durch. Finde ich aber gut, dass man nicht alles komplett wegholzt. Ja, jubelt mir ruhig zu. Nope. Ja, also kontern und dann agieren, das funzt hier auch ganz gut. Zack. Willkommen zu unserem wahren Stärketest. Aha, jetzt ist plötzlich der wahre Test. Was war das davor? Weil ich verwirrt hatte. Sich einfach im Kampf so verwandeln, so ein Gnom. Nope. So, lasst mich raus in die Welt. Ach, es kommt noch einer. Der Oberboss. Als nächstes kämpfst du mit meinen Kreationen. Ja, dann mach mal. Abgewehrt. Ach so, man kann ja... Man kann den zurück... die Geschüsse... was wollte ich sagen jetzt hier? Die Geschosse kann man durch das Schild zurückfeuern. Und du hast echt mal die Welt gerettet. Du kannst nur 3 Schläge und einen Tritt. Und springen kann er auch. Ja, dann gib mir mehr. Hey. Du kämpfst gut, aber zu einem großen Krieger braucht es noch mehr. Das ist Reliktenergie. Das ist dieselbe Kraft, die deinen Körper zusammenhält. Mhm. Gut, leg los und greif an. Reliktenergie. Ja, läuft, oder? Würde ich sagen. Schlag kann sogar Steine zerschmettern. Nutze ihn weise. Reliktenergie.
ist gut. So, weise genug. Ups. Oh oh. Na komm her. Oh. Dann macht er sowas nicht. Also, gelernt. Gedrückt halten ist dieser und Dauerschlag. Was ist eigentlich, juckt gerade. Was ist eigentlich Dreiecke, wollte ich sagen. Das ist noch nicht belegt. Okay, Weg frei. Nächster bitte. Reliktenergie for the win. Ich muss mich ein bisschen hier an die Optik gewöhnen. Ich weiß nicht, wie ihr den Kollegen hier findet. So rein optisch. Ich bin mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, einfach eine Gewöhnungssache. Einfach mal weghauen hier. Nicht schlecht. Ups, der war nicht so gut. Weg, hinfort. Hier kommt der Lord. Zack. Was ist mit einer Kombo aus Reliktenergie und diesem hier? Müsste doch eigentlich abgehen. Jupp. Nee. Also von der Steuerung her, also spielt sich ganz gut, muss ich sagen. Spielt sich ganz gut. Ja, das war ja wohl nix. Das war auch nix. Ja. Der war aber nicht schlecht hier von dem Kollegen gerade. Der fast schon angetäuscht. Take this one. And this one. Und weg. So, ich will immer noch raus. In die Welt hinein. Na, was ist denn? Hüpf. Na. Okay. Next area. Andere Sicht. Nope. Da. Was war denn jetzt hier? Ah, da. Weggebröselt. Sehr beeindruckend, Mac. Von allen, die sich jemals unseren Kriegern gestellt haben, bist du der Stärkste. Natürlich. War das denn anders zu erwarten? Wer auch sonst? Ja, das war aber nicht so toll jetzt hier, ne?
nun ab und zu mal abwehren. Los, los, los! Hallo. Na komm. Nope. Na, nicht sterben. Was soll man nicht sterben hier? Okay, wir sind bereit. Okay, okay. Da ist Aufladen schwierig, weil das zu lange dauert. So. Na, diese Grünen sind nicht ohne. Da kommt man auch nicht durch, glaube ich. Oh, 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 oh. Ach, Leute, hallo? Hauptsache, der mit dem Schild überlebt noch, da. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt spare ich mir das, diesen Kristall. Denn für die Kollegen brauche ich ihn nicht. Weg da. Ja, jetzt hat der den zerschlagen, den Kristall. Das war super. Das war ein toller Trick. Da zerschlägt er einfach den Kristall, den ich verwahren wollte. So, jetzt gebe ich eigentlich nur noch acht auf diesen Grünen da. Der ist am gefährlichsten. Alle anderen sind eigentlich egal. Ah, da kann man nicht, wenn der so lange, der da grün leuchtet, da kann man nicht durch. Okay. Wissen wir das schon mal. So, das war er doch. Andere Taktik. Hat gefunzt. Ach, jetzt kommt die letzte wieder. Na toll. Okay, also wieder aufpassen. Solange die leuchten, am besten laufen. Wie oft schießt du eigentlich? Ja, hallo, einmal Treffer und tot, oder wie? Nein, doch nicht. Weg, 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 weg.
Na, 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 na. Stirb doch mal. Na also. Okay, kommen wir jetzt raus in die Welt? Nein, kommen wir nicht. Endlich ab 6. September. Ja. Ungünstiger Zeitpunkt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, das war's. Das war die Demo. Das war die Knack-Demo. Ich bin mittelmäßig begeistert. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust habt, ob ihr den ersten Teil gespielt habt, wie ihr ihn fandet und was sich jetzt hier irgendwie vielleicht verändert hat im Vergleich zum ersten Teil, den, wie gesagt, ich selber weder gesehen noch gespielt habe. Das war's mit der Demo. Ich sage ciao, bis zum nächsten Video und tschüss. Ja, Leute, hier stehend auf dem Drachenberg wollte ich noch ein kurzes Fazit zu der Knack 2 Demo loswerden, beziehungsweise mitteilen. Ich fand, dass das Spiel, also diese ersten Minuten hier bei Knack 2, einen durchaus soliden Eindruck hinterlassen haben. Ich fand, das Kampfsystem flutscht eigentlich nach relativ kurzer Zeit. Das ist nicht ultra kompliziert, aber es hat doch ausreichend Variationen parat, sodass man ja, diverse Möglichkeiten, mehrere Möglichkeiten hat, um den Feinden zu begegnen. Es steuert sich fluffig und direkt. Die Steuerung reagiert direkt, was ja auch immer sehr wichtig ist beim Jump'n'Run. Wie ich gesagt habe, an die Figur selbst, die ja für mich jetzt auch neu war, bei Knack, da ja, gut, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, ist ein bisschen eigenwillig, das Design, aber so die Grundkriterien von einem Jump'n'Run, also Steuerung, Direktheit, Kampfsystem, Zugänglichkeit, fand ich jetzt in den ersten 20 Minuten doch habe ich als positiv empfunden und würde sagen, dass jeder, der Bock auf einen Jump'n'Run hat, ja, behaltet das Spiel einfach mal im Auge. Könnte mir vorstellen, dass der zweite Teil eine bessere Bewertung einfährt, als es der erste Teil getan hat. Ja, das nochmal abschließend zu der Demo Knack 2. Jetzt die Ankündigung hier zu Shadow Warrior 2. Ihr seht, ich bin bereits hier auf dem Drachenberg. Es wird morgen allerdings erst einen neuen Part von Shadow Warrior 2 geben und ab Part 9 wird es dann auch wieder Doppelfolge, das bedeutet ein Part Shadow Warrior 2 und ein Part Wolfenstein The Old Blood, damit geht es dann auch weiter, wie gesagt, ab Part 9. Morgen aber erstmal neuer Part von Shadow Warrior 2. Das war's, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns dann morgen beim nächsten Let's Play. Bis dahin und ciao.